Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem außerordentlichen Video, sage ich mal. Und zwar wurde ich von dem Bolias getaggt oder quasi auserwählt, ein paar Fragen zu beantworten zu WoW. Das wurde wohl irgendwie 2014 von irgendwie ins Leben gerufen, mal irgendwie Leute zu markieren, die dann quasi ihre Geschichte erzählen. Hatten wir ja schon mal. Die erste Frage ist, wie viele Charaktere hast du und wie viele davon spielst du wirklich? Ja, man kann es hier ja eigentlich mal sehen, wie viele Charaktere es sind. Kann ich, glaube ich, den Sound im Spiel mal ein bisschen höher stellen. Ja, sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 600er geworden. Diese beiden erst letztens. Weil es einfach super einfach war, die nochmal von Level 96 oder so auf 100 zu bringen. Vielleicht 2 Stunden gedauert. Ja, ich kann mich ja mit irgendwie mal einloggen hier. Und die zweite Frage ist, längste Zeit, die du am Stück WoW gesuchtet hast? Keine Ahnung. Halbes Jahr? Das ist immer unterschiedlich. Also, es ist ja, wie aktiv viel Zeit hast. Ich habe den Classic. Aber, ja gut, die letzte Erweiterung war eigentlich auch ziemlich aktiv eine Zeit lang. Bis halt mehrmal mal keinen Spaß mehr macht. Und wenn ich keinen Spaß daran habe, dann spiel ich es halt nicht. Das war ganz einfach. Ja, dritte Frage. Welche Art von WoW-Spielern gehen die am meisten auf den Sack? Leute, die. Jetzt, bestes Beispiel, letzter Patch erst. Dann sehen die, oh, geil, neuer Patch, ey, ich logge mich erstmal ein. Dann loggen die sich ein, stellen dann fest, boah, was ist hier los? Alles anders. Und spammen dann den Chat voll, was, wo ist dies, wo ist das, warum hat sich das verändert? Anstatt vorher einfach mal in die Patch Notes zu gucken, die schon beim Spiele-Button da drüber immer so ein kleines Fensterchen ist, wo die aktuelle Patch Notes lesen ist. Könnte man vielleicht machen, während man den Patch zum Beispiel runterlädt. Könnte man sich schon mal informieren. Muss man nicht so viele dämliche Fragen stellen. Das ging mir mega auf den Sack die ersten Tage. Findest du die Abi-Kosten für Abo? Abi. Die Abi-Kosten. Da kannst du nämlich ein Abi bei WoW machen. Denn die Abo-Kosten für WoW gerechtfertigt sind, ist der Preis okay. Ich denke, 12,99, ich glaube, das hat Blizzard so ziemlich eingeführt eigentlich. Deswegen orientieren sich andere Online-Rollenspieler auch meist erstmal daran. Bis sie halt den Kampf gegen WoW aufgeben und dann Free-to-Play werden. Also weiß nicht, das ist, denke ich, ganz okay. Also dafür, dass die quasi immer die Server bereit haben. Also ich meine, da gibt es natürlich öfter mal einen Serverausfall oder so oder ab und an mal, aber im Großen und Ganzen ist es, denke ich, deutlich besser als bei anderen Firmen. Also kann man schon so sagen. Deine momentane Hassklasse und Lieblingsklasse. Tja, habe ich eigentlich nichts. Keine Ahnung. Lieblingsklasse ist eigentlich immer der Hunter. Es ist jetzt momentan halt alles ein bisschen seltsam mit den neuen Talenten, weil die halt wirklich auf die Artefaktwaffe ausgelegt sind. Man dementsprechend halt schon irgendwie alles lässt sich ein bisschen seltsamer spielen, macht wieder weniger Schaden und so. Aber naja. Wie findest du die Art, wie der Support von Bliss in-game rüberkommt? Das hat bis jetzt bei mir immer ziemlich gut geklappt. Also, der ging recht zügig immer. Also, ich fand es bis jetzt mal gut. Auch außerhalb des Spiels. Im Live-Chat war immer super. Was hältst du von Rollenspielservern? Ja, Rollenspielservern ist ja immer so eine Sache. Sei gegrüßt, werter Schamane. Ist vielleicht mal amüsant und es gibt auch Leute, die haben damit richtig Bock drauf. Und dann finde ich das schon okay, denke ich, ne? Hast du dich schon einmal zum Beispiel über Silvester eingeloggt und eine Rakete um 0 Uhr gezündet? Nein. Ganz einfach. Welche Art von Gamer bist du, wenn es darum geht, ein Ziel in-game zu erreichen? PvP oder PvE? Steht für dich dann immer noch Fun an erster Stelle oder kannst du dann noch etwas dominanter werden? Ich bin eher der PvE-Spieler. Und es ist immer so eine Sache. Also am Anfang, wenn ein neuer Raid rauskommt oder so, ist klar, da läuft nicht alles glatt und ja, da gibt es halt dann auch Gesterbe ohne Ende. Aber nach ein paar Mal und das, wenn es dann jeder gesehen hat wirklich und es beherrschen sollte, da kann ich mich auch schon mal aufregen und auch Leute aus dem Raid schmeißen, wenn die es einfach nicht hinkriegen, ihre Klasse so zu spielen, wie man sie spielen sollte. Beziehungsweise, wie es für den Raid am nützlichsten ist und auch nicht irgendwo in irgendeiner Scheiße drin stehen bleiben oder irgendwie dafür sorgen, dass der ganze Raid dann einfach drauf geht. Ne? Das geht einfach nicht und das regt mich auf, dann gibt es auch Konsequenzen, das ist ganz einfach. 10. Wie viel Spielzeit hast du insgesamt mit all deinen Chars? Wenn wir mal da den hier raufgehen, das dürfte gar nicht so viel sein. Oh, ich bin so doof. Backslash Plate. 4 Tage habe ich auf den hier, ja. Auf den Hunter sind es einige Tage mehr. Also es gibt einige bestimmt.
wie steht es zur Garnison? Goldgrube oder einfach nur nervig. Hier war am Anfang mal cool, die Garnison. Aber dann nach mal bei mehreren Chars auch war es einfach nur noch. Nee, hat mir nicht mehr gefallen. Und am Anfang war es cool, weil es halt was Neues war. Aber mittlerweile. Crap. Gold bringt es jetzt noch seit dem neuesten Patch auch nicht mehr, also. Naja. Freust du dich auf das neue Equipment-System für Legion? Beziehungsweise glaubst du daran, dass es so funktioniert, wie es soll? Änderung vorbehalten. Quasi, dass es nur noch die eine Waffe für einen gibt. Finde ich eigentlich ganz okay. Bisschen seltsam irgendwie, dass man wirklich nur noch diese eine Waffe und keine anderen Waffen mehr droppen. Aber ich denke, mit diesen ganzen Verbesserungen und den verschiedenen Möglichkeiten, sich auch Punkte dafür zu holen, ist es, denke ich, schon ganz cool, dass man sich da relativ viel anpassen kann. Ne? Also es ist, gibt dem Ganzen ein bisschen Individualität. Finde ich ganz gut. Deine Meinung zum Serverproblem an Resang? Ja, was soll man dazu sagen? Ich weiß nicht, ob die einfach nicht auslernen oder... Ich kann es mir einfach nicht erklären. Also ich kann es mir nicht mehr erklären, dass es Serverprobleme gibt an Release-Tagen, weil denen das ja in den letzten 10 Jahren aufgefallen sein sollte, dass an den Tagen sich extrem viele Leute einloggen, extrem viele wieder zurückkehren, um reinzugucken oder was auch immer. Naja, kann ich nicht mehr zu sagen. Dein größter Enrage oder Schock rund um WoW? Das kann ich gerade nicht beantworten, ich weiß nicht. WoW ja oder nein? WoW betrunken ja oder nein? Story. Pff, keine Ahnung, war ich bestimmt schon mal. Ja, doch, öfter mal. Ja, was heißt öfter mal? Aber es gab mit Sicherheit mal einen Tag, wo ich mal dann irgendwie im TS war oder so. Ja, aber auch schon ewig her. Ja, das war's eigentlich schon. Zu dem Bolias Tagging. Und somit wisst ihr Bescheid. Grüße an dich, Bolias. Ich werde natürlich auch seinen Kanal oben verlinken, dann könnt ihr auch mal reinschauen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, ciao mit.